Papa, ich wollte dich um was bitten. Johannes führt Carla zum Altar und da dachte ich... Nein. Ist das dein letztes Wort? Ist dir meine Hochzeit so zuwider? Zuwider? So habe ich mich nie ausgedrückt. Deine Reaktion war deutlich genug. Dabei hast du selbst gesagt, ich soll das tun, was mein Herz mir sagt. Daran musst du mich nicht erinnern. Aber vielleicht respektierst du endlich einmal, dass auch ich nur das tue, was ich für richtig halte. Du glaubst also immer noch, es muss nur der richtige Kerl kommen und ich vergesse, dass ich lesbisch bin? Ja, genau so ist es. Ich liebe Carla. Weiß ja gar nicht, wie weh das tut, dass mein eigener Vater mir das nicht glaubt. Was ist denn das da draußen für eine Belagerung? Die Zeitungs-Heinis führen sich auf, als hätte sich Klinsmann hier versteckt. Wer ist das denn jetzt schon wieder? Hallo, Vorzimmer Susanne Brandner. Die Chefin ist gerade in einer sehr wichtigen Besprechung. Kann ich irgendetwas ausrichten? Hallo? Tja, aufgelegt. Tut mir leid. Bestimmt wegen so einem Reporter. Oder eine meiner zahlreichen Nebenbuhlerinnen. Kann sein. Wie bitte? Entschuldige, was hast du gesagt? Ich war in Gedanken. Was ist los? Willst du es mir nicht sagen? Mein Vater. Er glaubt immer noch, dass ich die Heirat eines Tages bereuen werde. Denk einfach nicht dran. Das Problem löst sich von ganz allein. Spätestens zu unserer goldenen Hochzeit. Mein liebes Kind, ich sag's nicht gern, aber ich habe mich damals doch geirrt. Und du meinst, die paar Jahre dazwischen, die sitzen wir einfach aus? Ja, solange wir uns lieben, kann uns keiner was. Och, wo kommen denn die Sorgenfalten jetzt schon wieder her? Ich habe nur gerade an diesen ganzen Dreck gedacht, der über mich in der Presse steht. Über deinen Ex-Mann. War er wirklich schizophren? Zuerst habe ich es gar nicht gemerkt. Ich war ja total verliebt. Aber irgendwann habe ich es mit der Angst zu tun bekommen. Einmal bin ich in die Kneipe gekommen, als er drauf und dran war, die Bedienung zu erstechen. Er hat sich eingeredet, sie wollte ihn vergiften. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich es geschafft habe, ihn von Sophie wegzubekommen. Wir mussten ihn festbinden. Sophie hat dann die Polizei gerufen. Alex hat sich aufgeführt wie ein Wahnsinniger. Damals habe ich von seiner Krankheit erfahren. Ich hatte gehofft, mit Medikamenten wird alles wieder gut, aber... Du musst mir davon nicht erzählen. Das ist Vergangenheit. Jetzt haben wir uns. Und übermorgen beginnt unser großes Glück. Ich wünschte, Papa würde das auch so sehen. Ja? Komm rein. Nein, nein, nichts da. Ihr kommt mit mir. Ich habe nämlich eine Überraschung für euch. Hallo. Hallo. Was sollen wir hier? Ja, was glaubst du denn? Polterabend feiern. Da habt ihr euch ja mächtig ins Zeug gelegt, so ganz ohne Musik. Wow. Die Musik kommt jetzt. Ich habe mir die ganze Sache auch etwas anders vorgestellt. Allerdings ist mir in letzter Sekunde was dazwischen gekommen. Und was, wenn ich fragen darf? Geldschwierigkeiten? Nein. Nur ein bockiger Brautvater. Der in letzter Sekunde einsichtig geworden, das zukünftige Glück seiner Tochter zünftig feiern will. Ist das dein Ernst? Oh, Papa. Hey! Wow, wow, wow. Ich dachte, in meinem Land kann man wunderbar feiern. Ne? Hallo. Hier. Hallo. Oh, ich hab nicht gewusst, dass geschlossene Gesellschaft ist. Na, wer sich so rührend um Mr. Ed kümmert, der darf auch mit uns pullen. Danke. Hey, Nicole. Was ist denn hier? Boah, könnt ihr nicht mal eine Minute aufhören zu knutschen? Das ist ja unerträglich. Du
bist doch bloß eifersüchtig, weil ich keine will. Deine Tochter ist bestimmt sehr glücklich, dass sie jetzt doch noch deinen Segen bekommen hat. Was soll ich machen? Ich liebe sie. Schade, dass Elisabeth nicht hier ist, aber sie ist immer noch erkältet. Ja, schade. Prost, Chef. Auf Ihre Tochter. Danke, Andi. Ach so, natürlich auch auf Ihre Tochter, Chef. Prost, Andi. Kann ich dich mal kurz sprechen? Klar. Ist Nathalie noch nicht da? Nein, noch nicht. Hat dir niemand Bescheid gesagt, dass wir fehlen? Ich rufe sie an. Oh, wie blöd. Ich habe mein Handy vergessen. Ah, dann rufe ich sie. Ja. Jetzt sag bloß, du hast dein Handy vergessen. Vorhin hatte ich es noch. Es muss im Taxi liegen. Ich geh's mal schnell holen. Na, glücklich? Ja. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie ich mich auf morgen freue. Dann kann uns endlich nichts mehr auseinanderbringen.